Deswegen ist die ganze Auseinandersetzung mit der AfD bisher völliger Unsinn. Sie rein kämpferisch und vielleicht auf alte Zeiten und Nazi und so weiter zu beziehen, ist, halte ich für falsch. Es gibt Tendenzen dahin, die muss man beobachten, alles richtig. Aber im Kern sind das Menschen, die Angst haben. Die vier Ängste kann ich gar nicht alle aufzählen, will ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mit den Menschen darüber zu reden. Merkel hat interessanterweise plötzlich von Deutschland wird Deutschland bleiben mit allem, was uns da lieb und teuer ist, hat also ein bisschen angefangen. Und ich selber, wissen Sie, habe vorgeschlagen, zur Aufregung ein Jahr, viele haben sich sehr aufgeregt und mich hat es plötzlich wieder aus der Versenkung geholt, dass ich gesagt habe, Leute, auf Dauer nach der Bundestagswahl muss es doch auch Koalition mit der AfD geben, damit sie integriert wird in das System, wie es mal mit den Grünen und wie es mal mit der PDS-Linke ging und sie plötzlich wurden daraus etablierte Parteien.